Hallöchen zu einem neuen Video. Einige Leute von euch haben mich gefragt, ob ich mal ein Review machen kann zu meinem Kyosho Inferno. Ja, eher schwierig, weil ich hatte das Auto ja nicht neu, es war ja gebraucht, es war ja ein MP7,5 mal ein Verbrenner. Aber okay, ich kann ja mal ein paar Dinge dazu sagen. Und noch was, einige Leute haben mich gefragt, was das hier ist. Das ist meine externe Festplatte. Die ist da halt fest montiert und ja, so viel dazu. So, kommen wir erstmal zur Karo. Das ist jetzt hier meine Bash-Karo. Die nehme ich ja immer zum Fahren. Ist eine robuste Karo eigentlich. Also die hat ziemlich viel weggesteckt bis jetzt. Hier ist ein bisschen gerissen, aber sonst alles tutti. Hat clevererweise schon von Haus aus gute Lufteinlässe. Hier ist zum Beispiel genau der Motor. Hier ist das Servo und hier sind Akkus und hier hinten halt dann der Regler und hinten kann die Luft halt wieder raus. Das finde ich schon mal super praktisch. Optisch finde ich die auch extrem geil. Hier ist der Heckflügel dazu, auch von der Bash Karo halt. Hält auch ganz gut, ist relativ stabil, hat schon extrem viel mitgemacht. Aber ja, so viel dazu. Kommen wir mal zu meinem Jest VE. Mischmasch VE Raceback Neo 2 MP9 Dingens. Also er hat schon viel bekommen von allen möglichen Kyushu-Orten oder Inferno-Orten. Viele haben es ja mitbekommen, wie ich den ganzen Wagen umgebaut habe, wie ich ihn bekommen habe und so. Müsst ihr mal ein bisschen in der Playlist rumschauen. Ja, die Karo hatte ich ja mal gezeigt. Die habe ich ja billig mal geschossen gehabt bei eBay. Samtec-Flügel. Reifen fahre ich immer noch. Konrad-Reifen. Die halten erstaunlich gut. In meinem Schneevideo habt ihr ja gesehen, dass die echt gut sind. Auch bei Schnee. Ja, von innen. Ja, das habe ich nur gemacht. Das ist nicht hier, dass es falsch gelötet ist oder sowas. Das habe ich nur gemacht, dass die Kabel hier dichter zusammen sind, dass es keinen Kabelbruch gibt. Ja, ist nicht besonders schön, aber erfüllt seinen Zweck, ne? Ja, ich hoffe, es geht einigermaßen vom Licht. Ja, was ich alles gemacht habe, ja, erstmal Conversion Kit hatte ich ja als erstes das von Absima drin. Davon ist jetzt noch der Motorhalter drin von Absima. Akku und Reglerhalter habe ich ja dann vom VE umgebaut, als Benny und ich da ein Teilespender quasi gekauft haben, zusammengelegt haben. Neue Stoßdämpfer sind reingekommen, es sind hinten CVD-Wellen verbaut worden, es ist das Mitteldiff gesperrt worden, es ist jetzt schon das dritte Servo drin, sage ich aber gleich noch was zu, es sind neue Dämpfer drin, es ist eine neue Chassisplatte gekommen, Mudguards sind gekommen, komplett neue Kugellager, komplett neue Schrauben hat er bekommen, er hat diese Chassisversteifung, sind andere, vorher waren es Metall, jetzt habe ich auf Kunststoff gewechselt. Weil irgendwie die Metall haben immer den Eindruck gemacht, als ob sie rausploppen. Haben sie zwar nicht gemacht, aber naja. Ja, das erstmal ist grundsätzlich, was ich an dem Auto verändert habe. Motor ist ein Tekin T8 mit 2250 kV. Das ist die Truckee-Version, deswegen ist der so lang. Mit Sensor an einem Hobbyring S-Run 150 Ampere-Regler. Ja, Sensor gesteuert. 16er Motorritze. Hauptzahnrad ist, glaube ich, 46 oder 48. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Radioplatte ist auch vom VE. Das habe ich jetzt gerade vergessen. Servo ist jetzt ein Turnigy Servo. Das ist das, was auch der Benny gestern oder vorgestern unboxed hat. Ich weiß nicht, wann ich das Video hier hochlade. Super Servo. Kostet irgendwas um die 13 Euro. Hat 17 Kilo. Ausreichend schnell. Richtig gutes Servo. Was ich noch oft gefragt werde, ich fahre das Auto eigentlich ausschließlich mit 4S, mit einem Pack, Diamond Servo, ach, Diamond Servo, Diamond Lipo. Ja, die Stoßdämpfer halten ganz gut. Ich habe gestern bei Facebook gesehen, dass bei einigen Leuten, die sind nicht zufrieden mit diesen Stoßdämpfern. Ihr habt ja mein Stoßdämpfer-Testvideo gesehen. Ich finde, die reichen vollkommen aus. Man muss halt gut befüllen. Viele machen immer den Fehler, dass sie extrem hart machen.
Und dadurch gehen natürlich die Dämpfer kaputt. Also man muss den Dämpfern schon ein bisschen Weg geben zum Arbeiten. Also meiner, wenn ich den jetzt hochhebe, dann federt er erst richtig aus. Der knickt ein bisschen ein und so ist es eigentlich perfekt. Ja. Grundsätzlich zu dem Auto. Absolut geiles Auto. Bin vollkommen zufrieden. Ich hatte noch nichts kaputt, außer halt meine eigene Blödheit. Bei Minusgraden ist mir halt der Stoßdämpfer gebrochen hinten. Und einen Diffschaden hatte ich mal vorne. Das kann aber materialbedingt gewesen sein, beziehungsweise altersbedingt, weil wie gesagt, das war ja halt mein MP 7,5, der schon einiges hinter sich hatte als Verbrenner. Ja, wie gesagt, grundsätzlich das Auto richtig geil, richtig gut zum Bashen. Ich meine, wenn ihr meine Videos seht, das Ding ist gut zu kontrollieren in der Luft. Hat ausreichend Speed mit dem 16er Ritzel. Bei 4S geile Leistung. Reifen, wie gesagt, fahre ich ja diese Konrad-Reifen hier. Die sind ganz gut, die halten bis jetzt ganz gut. Ich hatte zwar ein paar Bedenken, dass die beiden Sprünge die Felgen nicht aushalten oder die Mitnehmer, aber toi toi, bis jetzt alles tutti an dem Auto. Stabis habe ich noch verbaut, das habe ich, glaube ich, erzählt. Die sind ja, relativ weich eingestellt, also die haben jetzt nicht so viel zu arbeiten. Aber das kommt später vielleicht noch. Empfänger betreiben tue ich das Ganze mit meiner Absima CR3P. Hier ist ein wasserdichter Empfänger drin. Kann man den sehen? Wasserdichter Empfänger. Funktioniert einmal frei. Ja. Wie gesagt, ein richtiges Review kann ich halt nicht zu machen. Kurzer Cut. ja, wie gesagt, ein richtiges Review kann ich halt nicht zu machen, weil das Auto war halt nicht neu. Ne? Das ist halt, ja. Was ich auf jeden Fall machen sollte, ist, sind die Diffs auf. Ach, das lasse ich jetzt ab. Sind die Diffs auf Vierspeider umzurüsten. Das ist auf jeden Fall notwendig, wenn ihr einen MP 7,5 auf Brushless umbaut. Ist ja eigentlich auch für den Raceback oder den allgemeinen VE. Ratenswert, wie sagt man? Shit. Also man sollte es machen auf Deutsch. Ja. Sonst, es gibt eigentlich nicht viel zu meckern an dem Auto. Also ich habe ja noch eine neue Chassisplatte da. So sieht er zurzeit aus. Hier sind schon echt extreme Kanten drinne teilweise. Ist aber nichts krumm oder so. Also bin echt begeistert. Wie gesagt, das ist eins meiner Lieblingsautos zurzeit. Fahr den echt extrem gern. Und macht immer wieder Fun mit dem Auto. Sonst, also für den Preis, also wenn ihr jetzt ein Kyosho MP 7,5 findet im Internet, schlag zu. Die sind meistens nicht teuer, irgendwas so um die als Roller 80 bis 120 Euro, irgend sowas. Geniales Auto. Könnt ihr echt nichts falsch machen und schaut ihr dann bei eBay, bei Mobil und Fun. Die schlachten immer Autos, unter anderem auch viele Kyoshus. Da findet ihr dann diese Teile, die ihr dazu braucht zum Umbauen. Den Motorhalter, der Original ist natürlich besser als der von Absima. Aber die Radioplatte, Akkufach braucht ihr und den Motorhalter, und das war's ja eigentlich schon. Und dann habt ihr ein geiles Auto. Und was gibt's noch zu sagen? Ja, die originalen Stoßdämpfer, naja, erfüllen ihren Zweck, ne? Ich habe jetzt hier auf diese Kunststoffdämpfer vom Neo 2.0 bin ich jetzt umgestiegen. Mit dem bin ich auch zufrieden, obwohl es Kunststoffdämpfer sind. Aber habe ich nichts dran zu meckern. Wie gesagt, die Karo habe ich ja schon was dazu gesagt. Kombo ist natürlich jedem selbst überlassen, wie ihr das handhabt, was ihr da einbaut. Ich bin mit der Kombo mega zufrieden. Da nochmal ein Dankeschön an Nathan. Von Nathan hatte ich ja Regler und Motor-Kombo bekommen damals. Dann auch vielen Dank an Benny für die Unterstützung beim Umbau und auch immer mal mit Teile, weil er ja auch ein Inferno ST hat. Dann nochmal herzlichen Dank an Öfus. Öfus hat mir ja auch schon ein paar Mal ausgeholfen und nur wegen ihm bin ich ja auf dieses Auto gekommen und bin mega zufrieden damit. Mehr kann ich eigentlich auch gar nicht dazu groß sagen. Wenn ihr Fragen habt zu dem Auto, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich versuche es euch zu beantworten.
Wie gesagt, ein richtiges Review kann und will ich nicht machen über das Auto, weil, wie gesagt, es ist halt kein neues Auto gewesen. Also von daher, tja, ich kann nur meine Eindrücke sagen und ich bin von dem Auto begeistert. Ich habe damit noch nie großartig Probleme gehabt. Nur vor Schleißsachen wie Diff-Tellerrad oder sowas. Wie gesagt, was vorne war oder halt dieser Dämpfer hinten hier bei Minusgrade und harte Landung blöd gelaufen. Aber sonst, wie gesagt, Querlenker und alles tippitoppi in Ordnung. Ich würde sagen, das war's soweit. Ich mache den Deckel wieder drauf. Der Kleine kommt jetzt wieder auf sein Regal. Und das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.